Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Adina Ganzer vom Lektura Verlag. Heute am 7. August 2024 haben wir wieder spannende Interviewpartner für unsere Zuschauer, die uns ihre innovativen Produkte und Lösungen der diesjährigen Nordwar etwas näher bringen. Ich freue mich, den Herrn Matthias Oeckel bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Ganzer, und schönen guten Tag. Herr Oeckel ist der Geschäftsführer von der Ulmer Construction GmbH und erzählt uns heute etwas zu den Ulmer ONADAG-Schalungssystemen. Herr Oeckel, welche zwei Vorteile bietet Ulmer ONADAG im Vergleich zu herkömmlichen Schalungssystemen? Ja, sehr gerne. Die ONADAG ist ein neues Produkt und ich leite mal ein, herkömmliche Schalungssysteme. Was verstehen wir darunter? Im Wesentlichen sind das die sogenannten Flex-Deckenschalungen. Die bestehen aus den sehr bekannten gelben Holzträgern, die einfach lose kreuzweise übereinander gelegt werden. Daher nennt sich das System Flex, weil es sehr flexibel ist. Allerdings entspricht das heutzutage nicht mehr so ganz dem Stand der Technik, vor allem in puncto Arbeitssicherheit, aber auch in Sachen Produktivität. Ein zweites System, was sehr verbreitet ist, sind die sogenannten Moduldeckenschalungen. Die bieten fast alle Schalungshersteller in ähnlicher Form an. Diese Systeme bestehen aus fertigen Paneelen und sind daher, wie der Name schon sagt, modular. Die ONADAG hingegen verbindet im Prinzip die Vorteile aus beiden Systemen. Sie ist von beiden etwas und daher nennen wir sie modulare Trägerdeckenschalung. Sie besteht aus einem Trägersystem, aus leichten feuerverzinkten Stahlprofilen, die alle fest miteinander verbunden sind. Ich habe hier mal ein kleines Modell von einem Modul zur Verdeutlichung dabei. Und wir sehen hier die Hauptträger, die sind 2,50 Meter lang in diese Richtung und die Nebenträger breit. Und das ganze System wird dann von oben mit Schaltafeln belegt. Darüber hinaus können wir von jeder Seite, zum Beispiel von hier, Ausgleichsträger auflegen. Beispielsweise Holzträger, die sind 8 cm breit und die Kopfform hier in dem Hauptträger beträgt genau 8 cm. Daher das System sehr flexibel. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Die ONADAG punktet in allen Bereichen sehr schnell, günstig, intuitiv aufzubauen und vor allem sie geht nicht kaputt, wenn was runterfällt. Und damit ist auch dem Thema Nachhaltigkeit Rechnung getragen. Und ich denke mal, alle diese Gründe haben dazu geführt, dass wir diesen schönen Preis gewonnen haben für unser Produkt. Das ist der Platz 1 der Fachzeitschrift Baugewerbe in der Kategorie Betonbau. Den haben wir mit großem Abstand gewonnen und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Es klingt nach sehr guten Vorteilen. Mich würde nun interessieren, welche Merkmale der Ulmer ONADAG Modulschalung erleichtern eine schnelle und einfache Montage und wie spiegelt sich diese Merkmale in Kosteneinsparung und gesteigerter Produktivität auf Baustellen wider? Ich hatte es eben schon mal angerissen. Diese Kombination aus Modularität und Flexibilität macht das Ganze halt sehr schnell. Ja, wir haben im letzten Jahr offizielle Messungen durchführen lassen zur Schalgeschwindigkeit und ich kann Ihnen sagen, dass wir mit teilweise weniger als 0,2 Stunden pro Quadratmeter ganz, ganz vorne im Bereich der schnellsten Modulsysteme liegen, obwohl es sich hier um ein Trägersystem handelt. Dazu kommt, dass die ONADAG deutlich günstiger im Preis ist als diese oft sehr teuren Aluminium-Modulsysteme. Ja, und ein weiterer Punkt, der ist relativ wichtig, man sieht das hier an der Ecke. Unser System verfügt über einen sogenannten Fallkopf. Das heißt, man kann mit einem Hammerschlag das ganze System um 12 cm beim oder vor dem Ausschalen absenken und damit zum einen die Teile sehr einfach ausbauen und zum anderen kleinere Umsatzzyklen ermöglichen, um weniger Material schneller benutzen zu können durch das frühere Ausschalen. Das ist nicht ganz neu, aber ist natürlich bei einem Trägersystem ungewöhnlich und trägt eben zu dieser Effizienz, die Sie angesprochen haben, bei. Aus Berechnungen und auch Erfahrungen aus der Praxis wissen wir, dass wir bei den Schalungskosten bis zu 50% in der Decke einsparen können. Hier spielt die Musik allerdings vor allem auch in den Schalungskosten, aber vor allem in den Lohnkosten. Durch die schnelle Geschwindigkeit und die geringen Nachlaufkosten sind wir hier, wie gesagt, bis zu 50% günstiger als zum Beispiel mit herkömmlichen Flex-Deckenschalungen. Das ist wirklich sehr interessant. Nun, wie passt sich das Modulschalungssystem an verschiedene architektonische Designs und komplexe Strukturen an? Ja, man könnte ja im ersten Moment denken, das ist ein starres Modul, da ist das schwierig, aber ich hatte es ja bereits ausgeführt, wir können in die Querträgerrichtung beliebig teleskopieren und das System ist so gemacht, dass wir sogar die gängigen Holzschalungsträger liegend in die Hauptträger einlegen können. Wir haben nämlich genau 8 cm Höhenversatz und da passen die genau rein. Also Holz ist durchaus möglich, in Anpassbereichen zu benutzen. Natürlich haben wir auch Systemträger aus Stahl, die diese Aufgabe erfüllen. In der Hauptträgerrichtung stehen uns verschiedene Hauptträgerlängen zur Verfügung. Auch da sind wir sehr flexibel und können fast jede Schalungslänge irgendwo
ausgleichen. Und dann spielt ja auch die Modulgröße bei der Belastung eine Rolle. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Mit dem Standardmodul, dem größten von 2 mal 2,50 Meter, können wir bis 35 cm starke Decken schalen. Das deckt 80%, würde ich mal sagen, im Rohbau ab. Und mit der kleinsten, hier geht es immer nur um die Querträgerbreite von 1 Meter, können wir immerhin bis 70 cm starke Decken schalen. In der Baustellenpraxis haben wir auch inzwischen Aufgaben gelöst, für die die ONADEC ursprünglich gar nicht gedacht war. Beispielsweise geneigte Decken, auch das ist möglich durch die festen Verbindungen im System. Oder auch Bodenschadung für Unterzüge. Oder auch Sichtbeton durch dieses gleichmäßige Raster im Modul. Also Sie sehen, die Einsatzbreite ist sehr, sehr groß. Anpassungsfähigkeit ist sicherlich ein großes Vorteil. Neben der Anpassungsfähigkeit ist die Sicherheit auf Baustellen ebenfalls ein wichtiges Thema. Welche Sicherheits- und ergonomischen Merkmale sind in das Design der Ulmer ONADEC-Modulschalung integriert? Das ist eine prima Frage. Vielen Dank dafür, weil die erlaubt mir, auf die aktuelle Entwicklung zu sprechen zu kommen. Wir haben ja seit einiger Zeit endlich eine neue Sicherheitsrichtlinie auch für den Bereich der Schadungstechnik. Das ist die DDUV-Richtlinie 101-014. Die gilt jetzt seit knapp 2 Jahren und die setzt doch deutlich engere Regeln, gerade für die Anwendung von Deckenschadung bezüglich der Arbeitssicherheit. Wir haben mit der ONADEC von vornherein ein System, welches die Vorgaben komplett erfüllt. Zwei Knackpunkte in der Richtlinie sind zum Beispiel, dass die vorhin beschriebenen Flex-Systeme aus Holzträgern in der bisher üblichen Art und Weise gar nicht mehr aufgebaut werden dürfen. Das funktioniert nur noch mit einer Fixierung der Träger, die technisch kaum möglich ist, und einem maximalen Trägerabstand von 30 cm, wenn ich oben auf die Träger draufgehen möchte, um die Schaltplatten zu verlegen. All das können Sie mit der ONADEC machen. Mit den vorhin beschriebenen Modulsystemen geht das auch. Allerdings kann man die dann nur auf sicherem Standpunkt aus, also vom Boden her, montieren. Das kann sich jeder vorstellen, dass das von der Höhe her dann begrenzt ist. Also bei etwa 3,50 Meter brauche ich dann Hebebühnen oder solche Dinge. Also wie gesagt, die ONADEC, wie wir es eben gesehen haben, kann ich von unten prima aufbauen. Die Teile sind leicht, die können alle eingehängt, hochgeschwenkt werden. Ich kann die Schalttafeln hier von der Seite einschieben, weil es ein Stahlträger ist. Es lässt sich sehr leicht schieben und die Schalttafeln sind geführt. Ich brauche auch nicht nageln. Insofern Aufbau von unten, kein Problem für die ONADEC. Jetzt komme ich aber mal zum Punkt, den ich eigentlich erwähnen wollte. Wir haben die ONADEC weiterentwickelt und präsentieren auf der Nordbau erstmalig eine ganz neue Lösung, welche fast die einzige technische Lösung am Markt ist, die ich von oben und von unten aufbauen kann. Das heißt, von oben sprechen wir immer über das Verlegen der Schaltplatten. Ja, ich kann auf die ONADEC top draufgehen, weil wir einfach zwei weitere Querträger eingefügt haben und somit diese 30 cm maximalen Abstände zum Betreten der Schalung einhalten. Somit baue ich den Rost klassisch auf, verlege im ersten Moment nur die Schaltplatten, gehe oben drauf und kann prima von oben die Platten verlegen. Und das können Sie mit kaum irgendeinem anderen System machen, denn der Anseilschutz, die sogenannte persönliche Schutzausrüstung, ist nicht mehr zulässig, nur noch in Ausnahmefällen. Das System, abschließend noch erwähnt, nennt sich ONADEC Top. Top natürlich, weil es super ist, aber ihr meint das vor allem, weil ich von oben verlegen kann, also von Top aus. Deswegen heißt das ONADEC Top. Wir denken, dass wir damit die Zukunft in Ortbetondeckenbau eingeläutet haben. Für uns ist das die Referenz und wir nennen das auch die neue Art, Decken zu schalen. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion der Besucher auf der Nordbau und wir freuen uns, diese Innovation dann da präsentieren zu dürfen. Vielen Dank, Herr Öckel, für Ihre Zeit und die wertvollen Einblicke. Das war es auch schon von meiner Seite aus. Ich bin überzeugt, dass unser Publikum neugierig darauf ist, Ihren Stand live auf der Nordbau zu besuchen. Vielen Dank. Ich danke auch, Frau Ganser. Ich danke den Zuhörern für die Gelegenheit, sich hier mal zu präsentieren und lade Sie alle ein, uns in der Halle 5 auf der Nordbau zu besuchen.